Hallo, Herr Burzler. Es freut mich, dass Sie heute bei unserem Darmglückskongress dabei sind. Wir werden heute über ein ganz spannendes Thema sprechen, und zwar über Epigenetik und Ernährung. Ich freue mich schon sehr aufs Gespräch. Bevor wir jetzt in dieses komplexe Thema einsteigen, wollen Sie kurz ein bisschen was über sich erzählen, was Sie so machen? Ja, mein Name ist Manuel Burzler. Ich bin Arzt in der Gemeinschaftspraxis, die sich mit chronischen Erkrankungen auseinandersetzt, wo viele sozusagen nicht mehr weiterkommen von unseren ärztlichen Kollegen. Das bedeutet, wir befassen uns wirklich mit den tiefen Ursachen von bestimmten Erkrankungen. Das heißt, zu uns kommen manche Menschen mit chronischen Erkrankungen wie MS, ja. Aber auch einfach nur mit Hashimoto, aber auch mit chronischen Erkrankungen des Darmes vor allem, ja, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn. Denn das Ganze hat ja meistens auch eine tiefer liegende Ursache, warum der Körper entzündet, warum eine Autoimmunerkrankung entsteht. Und das interessiert uns wirklich und wirklich die tiefer liegende Ursache und nicht nur das Symptom zu behandeln. Und ja, da haben wir eine Praxis, sind zu dritt, ein Kardiologe und sozusagen zwei Internisten und die internistisch arbeiten. Und wir beschäftigen uns vor allem auch mit dem Thema Epigenetik, Genetik. Also was haben wir von unseren Vorfahren auch mitbekommen an genetischem Material sozusagen, aber wie wird das Ganze auch abgelesen? Und beschäftigen uns auch mit Umweltmedizin. Das heißt, welche Giftstoffe kriegen wir jeden Tag in unseren Körper hinein und wie kriegen wir sie auch wieder hinaus, weil das auch ein großer Faktor ist für Krankheit. Genau. Super. Und ja, zusätzlich haben wir noch eine Firma, Healversity. Healversity bildet Ärzte und Heilpraktiker, aber auch interessierte Laien aus in dem Bereich der Epigenetik und tatsächlich aber auch in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also wir verbinden den Bereich funktionelle Medizin, Epigenetik mit Persönlichkeitsentwicklung, weil hier ist wirklich eine Kombination. Und die Wissenschaft der Epigenetik verbindet tatsächlich eigentlich diesen Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit der Medizin. Und darüber sprechen wir ja heute. Und das ist so ein spannendes Thema. Das hat mich vor ein paar Jahren einfach sowas von gecatcht. Und das wird auch die Medizin absolut revolutionieren, ja, die Epigenetik. Super, danke schön erstmal. Bevor wir jetzt auch einsteigen in das Thema, glaube ich, damit wir unsere Zuschauer ein bisschen abholen können, was versteht man jetzt eigentlich genau unter Epigenetik und Genetik? Wir alle wissen ja wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht noch, dass jede Zelle von uns sozusagen DNA enthält, also ein Zellkern mit einer DNA. Und diese DNA, die haben wir von unseren Eltern geerbt. Und diese DNA besteht aus unseren Genen teilweise, aber nur zu ungefähr 1%, ja, oder 1,5% davon, von diesem Zellkern oder von der ganzen DNA, die wir besitzen, sind Gene. Und das sind ungefähr 22.500 Gene. Und lange haben wir gedacht, dass die Gene uns bestimmen. Das heißt, das, was wir erben, das ist unser Schicksal. Und das heißt auch, okay, diese Veranlagungen, die wir von unseren Eltern bekommen, das höre ich ganz oft noch in der Praxis, höre ich zum Beispiel, ja, das hat meine Mutter auch schon gehabt, das hat meine Großmutter auch schon gehabt und jetzt habe ich es halt auch und das ist genetisch bedingt. Und das haben wir lange, das haben wir einfach mitbekommen, ja, das war so ein Dogma. Wir sind unseren geerbten Genen ausgeliefert. Und das hat man auch bis 2010 circa gedacht, denn man hat damals das komplette menschliche Genom entschlüsselt. Und man hatte eigentlich gehofft, wenn man alle Gene kennt von Menschen, dass man zum Beispiel Erbkrankheiten oder auch andere Erkrankungen wie Krebs heilen kann. Da hat man falsch gedacht, weil wir haben nur 22.500 Gene circa. Und es sind eigentlich so viele Gene wie zum Beispiel ein Fadenwurm. Und wir sind ja weitaus komplexer wie ein Fadenwurm, ja. Und da muss es einfach bestimmte Prozesse in unserem Körper geben und auch in jeder einzelnen Zelle, die uns eigentlich so komplex werden lassen und uns so komplex leben lassen. Und das ist die Epigenetik. Die Epigenetik ist ein Mechanismus oberhalb unserer Genetik, der bestimmt, welche Gene zu welchem Zeitpunkt abgelesen werden oder in welcher Zelle abgelesen werden. Das heißt, es ist wie so ein Computerprogramm. Das heißt zum Beispiel, ich vergleiche es mal ganz gerne, die Genetik ist die Hardware und die Software ist die Epigenetik und liest sozusagen ab. Ja, und das ist einfach und wir können uns selber programmieren. Und wir haben lange gedacht auch, dass die restliche DNA
ja, die restlichen 98,5%, die nicht unsere Gene sind auf unserer DNA, dass die Müll sind. Da habe ich noch damals im Biounterricht gelernt. Junk-DNA haben wir das damals genannt. Und haben gesagt, okay, das ist Müll, interessiert uns nicht, hat keine Funktion. Und mittlerweile wissen wir, dass es tatsächlich Funktionen hat. Da kommen wir auch später dann nochmal drauf zurück, wenn wir über Mikro-RNAs sprechen. Das ist ganz, ganz spannend. Und das heißt, wir haben unsere Gene, wir haben aber auch DNA noch neben unseren Genen, die auch eine riesengroße Rolle dafür, dafür spielen in unserem Zellmechanismus, Stoffwechsel, der unseren Zellstoffwechsel bestimmt. Und das ist einfach ein super spannendes Thema. Und ja, die Epigenetik, wie gesagt, die liest die Gene ab und kann ganz individuell teilweise umprogrammiert werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Sport treiben, verändert sich der epigenetische Prozess in manchen Zellen. Und da können wir einfach später einfach nochmal drauf eingehen dann. Also kann man ja eigentlich jetzt so ganz einfach jetzt mal sagen, okay, bei Epigenetik geht es eigentlich darum, dass wir auf jeden Gen so einen Genschalter haben und das beeinflusst, ob jetzt die Gene aktiviert oder nicht aktiviert sind eigentlich. Und das können wir eigentlich durch unseren eigenen Lebensstil ja eigentlich beeinflussen. Also haben wir es eigentlich selbst auch in der Hand und durch verschiedene Einflussfaktoren auch, wie unsere Epigenetik bestimmen können eigentlich auch. Und jetzt habe ich eigentlich schon kurz das Thema gesagt, Einflussfaktoren. Es gibt da eigentlich verschiedene Einflussfaktoren ja auf die Epigenetik, wie zum Beispiel jetzt die Ernährung, wo wir später noch gerne drauf eingehen würden, ne? Und die Psyche oder die Bewegung. Welche genau Einflussfaktoren gibt es denn jetzt da? Genau. Ja, wie Sie schon angesprochen haben, haben wir bestimmte Schalter. Das heißt, wir können die Epigenetik sozusagen, die epigenetischen Prozesse können bestimmte Gene an- und ausschalten oder so eine Art Dimmerfunktion haben wir, wie so einen Lichtschalter, den man dimmen kann. Ja? Also zum Beispiel Gen ein bisschen nur ablesen oder nicht so stark ablesen. Und diese Einflussfaktoren, genau diese Schalter, können bestimmte Faktoren mit beeinflussen. Das sind dann zum Beispiel, das was wir alles kennen, wie wir alle wissen, höchstwahrscheinlich ist der größte Einflussfaktor Stress. Ob das jetzt zum Beispiel emotionaler Stress ist, ob das chemischer Stress ist oder auch physischer Stress, zum Beispiel durch starke sportliche Betätigung oder wenn wir uns irgendwie was brechen oder sonstiges. Und wir nennen das bei uns in der Firma, nennen wir das Psychoepigenetik. Das heißt, wenn wir viel emotionalen Stress haben, wenn wir schlechte Gedanken haben, wenn wir destruktive Gedanken vor allem haben, ja, die beeinflussen uns auf lange Zeit, also beziehungsweise wenn wir lange destruktive Gedanken haben, dann beeinflusst uns das wirklich über längere Zeit. Und am Ende entstehen bestimmte chemische Prozesse in unserem Körper, die dann sich auf bestimmte Zellen niederschreiben. Und das ist ein riesengroßer Einflussfaktor, der uns innerlich sozusagen zum Stress oder Stress auslöst und aber gut beeinflusst werden kann. Das heißt, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Glaubenssätze. Und das ist wirklich auch dann Persönlichkeitsentwicklung. Das ist Psychoepigenetik. Das heißt, alles die Emotionen und Gefühle. Aber zum Beispiel habe ich vorhin auch schon angesprochen, oder Sie haben es auch angesprochen, sportliche Betätigung. Und das nennen wir Physioepigenetik. Das heißt, wenn wir uns sportlich betätigen, innerhalb von 20 Minuten sieht man hier in Studien, dass sich bestimmte epigenetische Prozesse in den Zellen verändern und zum Beispiel unsere Fettzellen oder Muskelzellen anders epigenetisch programmiert werden dann andere Stoffwechselprozesse sozusagen angeschaltet werden durch Sport innerhalb von 20 Minuten. Und das hat jeder Wissenschaftler, war total verwundert, dass das so schnell geht, dass so schnell bestimmte Genschalter umgelegt werden können, ja, innerhalb von 20 Minuten. Ein anderer großer Punkt ist tatsächlich unsere Gesellschaft, das heißt, oder in welcher Gesellschaft wir leben, in welcher Umwelt wir leben, in welchem sozialen Umfeld wir leben. Und das beeinflusst uns sehr groß. Das heißt, wie liebevoll sind wir aufgewachsen? In welcher liebevollen Umgebung leben wir? Und das ist wirklich auch elementar wichtig, denn das vergessen wir auch sehr häufig. Und besonders jetzt halt mit der aktuellen Thematik, ja, die letzten 2 Jahre, haben wir eigentlich auch vergessen, was hat denn das wirklich für Auswirkungen, wenn wir uns isolieren und nicht den menschlichen Kontakt haben, auf unterschiedlichste Prozesse, auf Immunprozesse oder auf andere Prozesse, die wir noch gar nicht kennen. Und ein anderer ganz, ganz wichtiger Faktor ist zum Beispiel auch guter Schlaf. Ja, wir alle haben leiden unter Schlafmangel, oder nicht alle, aber viele. Ja,
Dann ist es ja anscheinend ja, ganz toll, wenn man halt viel arbeitet in unserer westlichen Welt und wenig schläft. Ne? Und Schlafmangel hat hier auch große Einwirkungen auf unsere Genetik, beziehungsweise wie unsere Gene abgelesen werden. Und ein anderer ganz wichtiger Faktor sind auch Umweltgifte. Umweltgifte und Umweltbelastungen, da sprechen wir von Schwermetallen, da sprechen wir von Mikroplastik, da sprechen wir von Insektiziden, Pestiziden. All das hat Einwirkungen natürlich aktuell auf unsere Zellfunktion, aber kann tatsächlich, und das sehen wir auch in Studien bei Mäusen, wie zum Beispiel bei Glyphosat, kann tatsächlich eventuell an die nächste Generation weitergegeben werden, diese epigenetische Programmierung. Ja, das sieht man bei Mäusen, die mit Glyphosat belastet wurden, dass man in den nächsten Generationen gesehen hat, diese epigenetischen Marker, die gesetzt wurden bei der Elterngeneration, die mit Glyphosat belastet waren, wurden an die nächste Generation weitergegeben und hatte Folgen. Und das bedeutet, dass wir ganz anders denken müssen, wenn wir jetzt über Epigenetik sprechen und diese epigenetischen Kreisläufe langsam verstehen in der Wissenschaft. Weil wir nachdenken müssen, was beeinflusst uns jetzt und heute und was vererben wir eventuell? Und hier geht es dann auch um transgenerationale Epigenetik. Das ist sozusagen, früher haben wir gesprochen, was vererben wir genetisch. Jetzt sprechen wir darüber, was vererben wir epigenetisch. Und da sprechen wir dann auch über Traumata. Ja, und das ist dann ganz klar. Was haben wir zum Beispiel von unseren Vorfahren mitbekommen? Was für Traumata? Weil man sieht, wenn jemand ein Trauma erleidet, dass sich bestimmte epigenetische Schalter verändern und diese teilweise weitervererbt werden können. Wie sich das dann am Ende auswirkt, auf die betroffene Person, auf dann zum Beispiel den Enkel oder Urenkel, das ist eine ganz andere Frage. Das bedeutet nicht, dass man das Trauma weiter vererbt, also praktisch dieses psychische Gefühl des Traumas, sondern diese epigenetischen Marker, die sich dort gesetzt haben oder nicht gesetzt haben oder sich Veränderungen ergeben haben, dass das teilweise weitergegeben wird. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Nutri-Epigenetik, das heißt, wie Ernährung hier eine Rolle spielt, was wir essen, was wirklich Einfluss auf unsere Genaktivität nehmen kann. Und das ist ein unfassbar spannendes Feld und was natürlich aktuell auch sehr beforscht wird. Vor allem natürlich auch von der Industrie, weil man hier hofft, natürlich Medikamente herzustellen auch. Aber was ich heute tatsächlich noch gelesen habe, super spannend, habe ich heute gelesen, und zwar, dass es auch bestimmte Pflanzen gibt, ja, die tolle Sachen haben, die man rausextrahieren könnte und dann auch als Medikament verwenden könnte. Aber da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall total spannend, weil es klingt eigentlich so, wenn man sagen, Stress, Schlaf, Umwelteinflüsse, sind wir jetzt aktuell eigentlich nicht so gut aufgestellt, sage ich mal. Das sind jetzt wirklich gute Einflüsse aktuell auf uns, vor allem das Thema Stress. Wer sagt heutzutage, okay, er hat ein stressfreies Leben oder einen stressfreien Tag? Eigentlich sind wir da immer eigentlich negativ ausgesetzt, was in die Richtung das eigentlich angeht, oder? Ja, ja. Da gebe ich Ihnen total recht. Stress ist einer der Hauptfaktoren und wie ich vorhin gesagt habe, es kann einmal physischer Stress sein, es kann emotionaler Stress sein und dann haben wir noch chemischen Stress durch Umweltgifte und das machen wir auch in der Praxis. Ja, ich sehe einfach diese Komposition von diesen Stressarten und wenn dann irgendwann das Fass überläuft, entstehen bestimmte Erkrankungen. Bei dem einen entsteht die Erkrankung, bei dem anderen entsteht die andere Erkrankung. Ja, genau. Und jetzt haben Sie ja schon die Nutri-Epigenetik angesprochen, was ja eigentlich so der Zusammenhang ist zwischen der Epigenetik und der Ernährung an sich auch. Also kann man ja sagen, dadurch, dass die Ernährung wirklich Einfluss nehmen kann auf unsere Epigenetik, sprich, was wir essen, kann dafür sorgen, ob Gene an- oder ausgeknipst werden an sich, oder? Ja, so in der Art. Also das ist einfach super spannend. Also wir haben bestimmte, wie Sie vorhin angesprochen, bestimmte Schalter oder bestimmte Regulationskreisläufe, wie Gene an- und ausgeschalten werden. Vielleicht fange ich damit immer einmal an. Es gibt die Möglichkeit, dass sich sogenannte Methylgruppen auf die DNA setzen. Und wenn sich eine Methylgruppe auf die Gene setzt, dann weiß der Körper, okay, dieses Gen ist ausgeschalten oder dieser Bereich dieses Gens ist ausgeschalten. Und wenn eine Methylgruppe nicht drauf sitzt, ja, dann kann das abgelesen werden. Eine andere Möglichkeit ist tatsächlich Mikro-RNA. Mikro-RNA ist ein extrem spannendes Feld. Mikro-RNAs werden sozusagen auch aus dieser Chunk, also aus dieser Chunk-DNA, wo wir vorgedacht haben, Müll-DNA, generiert vom Körper. Und zwar, das sind
es wird die DNA abgelesen und ein kleiner Bruchstück von dieser DNA geht aus dem Zellkern heraus und ist sozusagen ein Einzelstrang an bestimmten Basen, Sequenzen. Wir alle kennen es aktuell aus die mRNA. Ja, die mRNA ist auch eine kleine Basensequenz. Und wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht eine mRNA. Aber es kann auch eine MikroRNA entstehen. Und diese MikroRNAs tatsächlich, die können sich mit einer mRNA verbinden in der Zelle und können dafür sorgen, dass diese mRNA nicht abgelesen wird. Und was passiert am Ende? Es entsteht kein Protein mehr. Nämlich, wenn eine mRNA abgelesen wird, entsteht ein Protein, was zum Beispiel unterschiedliche Funktionen in unserem Körper hat, wie zum Beispiel Immunzellen oder Zellen für unsere Zellmembran oder Verdauungsenzyme und so weiter. Also unser ganzer Körper besteht eigentlich aus Proteinen. Das heißt, diese MikroRNA, die der Körper selber auch aus der DNA ablesen kann, kann teilweise in der Zelle dafür sorgen, dass bestimmte andere Stoffwechselkreisläufe oder Proteinprozesse abgeschaltet werden. Eine andere Möglichkeit sind tatsächlich auch sogenannte, ja, unsere DNA ist aufgerollt und geschützt. Und wenn unsere DNA abgelesen werden soll, dann wird die ein bisschen lockerer gemacht. Also nicht mehr so stark aufgerollt, wird lockerer gemacht. Und dann wird sie abgelesen. Das ist auch nochmal so ein Ableseprozess. Und wenn wir über Ernährung sprechen, ist es so, dass wir in Nahrung zum Beispiel auch diese MikroRNAs enthalten sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Brokkoli essen, Brokkoli ist super gut erforscht, dann wissen wir, okay, in Brokkoli ist sogenannte MikroRNA drin, was total faszinierend ist. Wir nehmen das Ganze auf und diese MikroRNA wird über den Darm aufgenommen, ins Blut aufgenommen und gelangt in einige Zellen von uns. Und dann kann diese MikroRNA dafür sorgen, welche Proteine teilweise abgelesen werden oder ob bestimmte Gene abgelesen werden und kann hier sozusagen Einfluss nehmen. Das ist natürlich, wir wissen noch relativ wenig, aber wir wissen zum Beispiel bei Brokkoli-DNA, dass es auch einen positiven Einfluss für uns hat, vor allem antientzündlich zum Beispiel. Und das ist ein komplett neues Denken. Ja, früher haben wir gedacht, wenn wir Nahrung zu uns nehmen, haben wir nur Makronährstoffe und Mikronährstoffe. Ja, Kohlenhydrate, Proteine, Fette oder dann halt Mineralien und Vitamine und so weiter. Und jetzt sprechen wir darüber, okay, wir haben noch Informationen in der Zelle, im Gemüse zum Beispiel, was uns auch noch ganz anders beeinflussen kann und unsere Genaktivität beeinflussen kann. Das ist eine ganz andere Nummer. Mhm. Und man hat zum Beispiel herausgefunden, in Reis, Soja, Weizen sind zum Beispiel auch, ist MikroRNA enthalten. Und es gibt eine ganz wunderbare Studie mit Müttern. Und man hat das dann tatsächlich auch in Muttermilch gefunden. Ja, umso mehr sich diejenigen ernährt haben, von Reis zum Beispiel oder von Soja, die Mütter, hat man das Ganze auch in der Muttermilch gefunden. Also es wird tatsächlich aufgenommen, weil das war lange eine Diskussion, ob wirklich MikroRNA aus der Nahrung aufgenommen wird. Aber ein Teil davon wird definitiv aufgenommen. Und das Ganze, diese MikroRNAs, dass wir zum Beispiel in Gemüse diese tollen MikroRNAs haben, die unsere Genaktivität beeinflussen, das macht sich natürlich zum Beispiel auch die Industrie eventuell zunutze. Es gibt ein junges Start-up, die sozusagen zu versuchen, bestimmte MikroRNAs aus bestimmten Pflanzen rauszusondieren und diese MikroRNAs dann eventuell als Medikament zu verwenden, weil sie bei uns dann Einfluss haben können. Ob ich das für gut heiße oder nicht, das ist eine andere Frage, ja, weil es natürlich geht natürlich darum, dass man sich natürlich ernährt. Aber was ich eigentlich mitgeben möchte, ist, dass wir ein bisschen anders anfangen, anders zu denken, dass uns klar ist, Nahrung ist nicht gleich Nahrung, sondern Nahrung hat noch ganz andere Informationen. Und es geht darum, dass wir uns vollwertig ernähren, dass wir uns biologisch ernähren, dass wir uns genfrei ernähren. Weil was wissen wir zum Beispiel, das ist auch Wunder, ist unfassbar eigentlich, wir wissen zum Beispiel bei genmanipuliertem Reis oder Weizen, wissen wir, dass sich eventuell auch die MikroRNAs verändern aus Weizen und Reis. Und da ist die Frage, das kann man jetzt halt noch nicht beantworten, aber kann ja sein, sozusagen, dass diese MikroRNAs, wenn die sich verändern, vielleicht auch ganz andere Wirkungen auf unseren Körper haben können. Ja, wer weiß, das weiß man nicht. Und das ist sozusagen einfach im Moment Stand der Forschung und da tut sich ganz, ganz viel. Aber was einfach wichtig ist, ist,
dass man das Mindset ein bisschen verändert und sagt, hey, wir haben in unserer Nahrung ganz, ganz andere Stoffe, die uns noch ganz anders beeinflussen. Und das ist für mich als Arzt einfach unfassbar spannend und das, was mich eigentlich auch sozusagen interessiert, ja, wie man den Körper auch wirklich gesund erhält, mit welchen Stoffen vor allem. Also kann man sagen, es ist, zählt da eigentlich nicht nur noch Mikro-Makronährstoffe, sondern viel mehr jetzt eigentlich auch, beziehungsweise Mikro-RNAs eigentlich auch. Ja. Genau, genau. Wollen wir da ein bisschen auf die Methylgruppen dann noch genauer eingehen, welche Rolle die jetzt bei den ganzen spielen? Ja, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, denn in der Umwelt, in der wir leben, haben wir einen extrem hohen Verbrauch an Methylgruppen. Das bedeutet, wir brauchen Methylgruppen nicht nur, um zum Beispiel unsere Gene an- und abzuschalten, sondern wir brauchen zum Beispiel Methylgruppen auch, um Stresshormone abzubauen. Zum Beispiel unser Noradrenalin, Adrenalin und Dopamin. Dopamin ist eigentlich das Hormon, was uns so wirklich voll in die Aktivität bringt, aber am Abend sollte das Ganze sozusagen abgebaut werden. Und wenn wir das nicht mehr können, weil wir einen Methylgruppenmangel haben, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir am Abend nicht richtig mehr zur Ruhe. Oder wir können zum Beispiel nicht richtig entgiften, weil wir Methylgruppen auch zum Entgiften benötigen. Und in der Welt, in der Umwelt, in der wir leben, sehe ich das immer wieder bei Patienten, dass diese Methylgruppen einfach im Mangel sind. Und einer der wichtigsten Kreisläufe ist sozusagen der Methionin-Kreislauf beziehungsweise der Methylkreislauf. Und an erster Stelle steht hier die essentielle Aminosäure Methionin. Und Methionin bekommen wir tatsächlich natürlich aus Eiweiß. Es ist eine essentielle Aminosäure, das heißt, wir müssen sie mit der Nahrung aufnehmen. Und wenn wir dann auch zum Beispiel nicht genug Proteine essen und wir einen Methioninmangel haben, bekommen, dann können wir auch gleichzeitig noch zusätzlich an einen Methylgruppenmangel kommen. Das heißt, es ist super wichtig, dass wir darauf achten, vor allem wenn wir vegetarisch uns ernähren oder vegan ernähren, dass wir genug Proteine zu uns nehmen. Und das Spannende ist, ich sehe das bei den Veganern bei uns in der Praxis, dass es kommt ja immer darauf an, in welchem Verhältnis isst man was. Ja? Nicht jedes Protein hat die gleiche Aminosäurezusammensetzung. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ja? Aber es ist so, wenn man sozusagen zu wenig Methionin zu sich führt im Verhältnis zu den anderen Aminosäuren, kann man in einen relativen Mangel an Methionin kommen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele andere Aminosäuren im Körper, in dem Pool. Aber auf der anderen Seite fehlt leider Methionin, weil die ganzen pflanzlichen Nahrungsmittel leider im Verhältnis zu wenig Methionin besitzen. Das heißt, wir kommen in einen relativen Methioninmangel. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht, weil es ist blöd, wenn man in einen Methioninmangel kommt, weil man dann gleichzeitig auch noch zusätzlich in einen Methylgruppenmangel kommen kann, obwohl man vielleicht schon ein stressiges Leben hat, ja, wo man schon Methylgruppen verbraucht, weil man in einer Umwelt lebt, die Methylgruppen verbraucht, weil man zum Beispiel viel entgiften muss, die Leber viel entgiften muss. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf achten, methioninreich zu ernähren. Und da empfehle ich den Veganern vor allem bei uns in der Praxis, dass sie jeden Tag Sesam zu sich nehmen. Sesam ist eine extrem hohe methioninreiche Quelle, die uns sozusagen mit Methionin versorgt und im Verhältnis tatsächlich sehr, sehr viel Methionin hat. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel auch die Paranuss. Aber die Paranuss, die empfehle ich nicht so gerne, weil der Paranussbaum, der hat so tiefe Wurzeln. Und tatsächlich, wenn man die Paranuss dann wirklich untersucht, kann die sehr viel radioaktives Uran beinhalten. Deswegen ist Sesam einfach ein bisschen besser. Aber Paranüsse kann man schon auch ab und zu mal essen. Genau. Und dieser Methylkreislauf, der muss halt einfach funktionieren, damit der Körper genug Methylgruppen bildet. Ja. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, hier genug Proteine zu sich zu führen. Können wir überhaupt dann, sagen wir mal, genügend Methylgruppen aufnehmen, beziehungsweise methylgruppenspendende Nahrungsmittel aufnehmen, dass wir das so gut versorgt finden, oder ist das eigentlich überhaupt gar nicht möglich dann? Ja, das kommt tatsächlich auf denjenigen an, in welchem Status er ist. Hat er viel Stress? Lebt er zum Beispiel in der Stadt? Muss er viel entgiften? Wie ernährt er sich? Das ist die große Frage. Und dann wird es tatsächlich manchmal sogar wirklich schwierig, genug Methylgruppen zu bilden. Und ich sehe das bei mir auch immer wieder, ich untersuche mich auch immer wieder selber, dass es wirklich schwierig ist, manchmal in der Umwelt, in der man lebt, genug Methylgruppen zu bilden. Und da gibt es dann natürlich die Möglichkeit zu supplementieren, ja, durch Nahrungsergänzungsmittel. Das funktioniert dann zum Beispiel über methylierte, also bioaktive B-Vitamine.
also zum Beispiel methyliertes Folat, methyliertes Vitamin B12. Oder auch man kann zum Beispiel den universellen Methylgruppenspender einnehmen. Das ist zum Beispiel SAMI, ja, Same schreibt man das Ganze. Aber da muss man vorsichtig sein, weil es ist sehr potent. Ja, das, wenn man das wirklich zu viel davon nimmt, da muss man wirklich vorsichtig damit anfangen. Und natürlich kann man auch essentielle Aminosäuren einnehmen. Das heißt, Methionin kann man zu sich führen. Ich empfehle meinen Patienten die essentiellen Aminosäuren, die gibt es ja immer so als Kompaktprodukt, als Nahrungsergänzungsmittel, diese sozusagen bis zu 5 bis 12 Gramm pro Tag einzunehmen, je nachdem, wie viel Proteine derjenige isst. Ich glaube, es gibt jetzt nicht so diese epigenetische Wunderdiät irgendwie. Ich glaube, die existiert jetzt zwar nicht, aber haben Sie da irgendwelche, sage ich mal, allgemeine Tipps, worauf man da trotzdem vielleicht achten könnte, mal allgemein zusammengefasst? Ja, also ich habe ja schon darüber gesprochen, proteinreich zu essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann geht es darum, genug B-Vitamine in der Nahrung zu haben. Vor allem auch Folsäure. Folsäure bekommen wir vor allem aus Blattgemüse. Das heißt, hier geht es wirklich darum, viel Gemüse zu essen, viel Salat zu essen. Dann geht es auch darum, Vitamin B12 reich sich zu ernähren. Ja, das bedeutet entweder, wenn man Veganer ist, muss man aufpassen. Da muss man dann leider supplementieren meistens. Aber sonst ist es viele Milchprodukten drin, natürlich viel in Fleischprodukten drinnen. Da hat man halt wirklich den Vorteil dann sozusagen, dass man sich Vitamin B12 haltig ernährt. Und es gibt, was ganz, ganz wichtig ist tatsächlich, dass unsere Zellmembran funktioniert. Unsere Membranen, also unser Körper besteht aus 50 bis 100 Billionen Zellen. Und jede Membran hat eine Doppelphospholipidschicht, nennt sich das. Und diese bestehen aus guten Fettsäuren. Und Fettsäuren finden wir in Ölen, wie Olivenöl, ist ein super gutes Öl, Leinöl oder zum Beispiel auch in Algenöl, ein Omega-3-Öl. Und hier empfehle ich allen meinen Patienten, einen Esslöffel Olivenöl einzunehmen, einen Esslöffel Leinöl einzunehmen und einen Esslöffel Algenöl einzunehmen, damit die Zellmembran gut funktioniert, zum Beispiel auch, dass halt die Zellprozesse gut funktionieren oder die Zelle gut funktioniert, aber auch, dass der Körper selber Phospholipide bilden kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Phospholipide sind aber zum Beispiel auch in Ei drin. Ja. Im Eidotter. Deswegen ist Ei tatsächlich eigentlich eine ganz, ganz gute Quelle auch. Ja. Und jetzt allgemein zu dem Thema Darmgesundheit, was unser Kongress ja unter dem ganzen Thema Darmgesundheit steht. Gibt es bestimmt auch, sage ich mal, Zusammenhänge zwischen dem Darm und zwischen der Epigenetik? Weil an sich, man kann ja sagen, klar, man hat einen gesunden Darm, dann hat man auch, sage ich mal, beziehungsweise ein gesunder Darm wirkt ja auch komplett auf unseren kompletten Körper, auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden, auf alles Mögliche. Wo sind da jetzt genau Zusammenhänge? Also als Beispiel haben wir zum Beispiel eine chronische Darmentzündung. Da ist unser Darm dauerhaft leicht entzündet. Und das führt zu unterschiedlichen Stressarten. Das bedeutet, es entstehen zum Beispiel Stressarten wie nitrosativer Stress, oxidativer Stress. Das kennt man zum Beispiel, wenn eine Banane schwarz wird, ist es Oxidation. Und diesen oxidativen Stress, den haben wir teilweise auch in unserem Körper, wenn wir Entzündungen haben. Und das kann sich total auch im Körper verteilen. Und auch das kann wieder zum Beispiel Methylgruppen klauen, damit es abgebaut wird. Und dann ist es so, dass wenn diese Methylgruppen ja nicht da sind, können bestimmte Genschalter nicht an- und ausgeschaltet werden. Dann haben wir Methylgruppenmangel. Aber auch unser Darmmikrobiom ist super wichtig. Wenn das nicht wirklich gut ist, ja, dann und die Darmbakterien in einer Dysbiose sind und manche Darmbakterien nicht genug da sind, kann es natürlich einmal zu Entzündungen kommen. Aber auch unser Darm kann einfach immer wieder irritiert werden. Wir haben so einen ganz tollen Nerv, den Nervus vagus. Und es gibt die Darm-Hirn-Achse. Und die Darm-Hirn-Achse, wir haben immer lange gedacht, eigentlich sagt der Kopf nur, was da unten passieren soll. Aber man weiß mittlerweile, dass bestimmte Signale aus dem Darm auch ins Gehirn wandern. Und wenn natürlich unser Darm eine Mikrobiomstörung hat oder entzündet ist, dann wandern natürlich diese Signale auch in den Kopf und können dort auch bestimmte Stress auslösen. Auch hier haben wir sozusagen auch wieder den Faktor Stress und das kann sich dann auch wieder auswirken. Also wir haben unterschiedlichste Möglichkeiten, ne, wie sich das hier tatsächlich auf unseren Körper auswirken kann. Aber das
das Wichtigste, es ist tatsächlich, wenn der Darm entzündet ist, weil diese Entzündungsfaktoren sich einfach im ganzen Körper verteilen können und diese Entzündungsbotenstoffe. Und der Hauptfaktor einer Entzündung ist meistens tatsächlich sehr, sehr häufig, die Ursache sind Allergien, Nahrungsmittelallergien, die nicht erkannt werden. Und die führen zu einer sogenannten Silent Inflammation, nennt man das. Das merken wir gar nicht manchmal. Ja, und wir bringen es auch ganz meistens auch gar nicht so zusammen, weil diese Entzündungsreaktionen dann 3, 4, 5 Tage, nachdem wir überhaupt das Nahrungsmittel gegessen haben, erst entstehen. Und da möchte ich auch einfach den Zuschauern darauf hinweisen, einmal sich wirklich mal zu testen, welche Nahrungsmittelallergien habe ich eigentlich, damit diese Silent Inflammation, diese leichten Darmentzündungen sozusagen nicht auftreten, weil die sich natürlich Step by Step auch verschlimmern können. Und Stress im Darm bedeutet auch immer wieder Stresshormone in unserem Darm, was dann natürlich auch wieder Auswirkungen hat auf uns, ne? Und sich auch wieder epigenetisch niederschreibt. Also im Großen und Ganzen ist es so, wir haben einfach super viele Einflussfaktoren auf unsere Zellen, und diese Einflussfaktoren, die können sich niederschreiben. Und uns sollte auch bewusst sein, dass man das Ganze tatsächlich auch weitervererben kann an die nächste Generation. Und das ist auch eigentlich eine ganz gute Message. Wir können jetzt aktuell, wenn man jetzt noch keine Kinder hat zum Beispiel, jetzt aktuell auch dafür sorgen, wenn wir was Gutes für uns tun, was wir unseren Kindern sozusagen mitgeben, unserer nächsten Generation mitgeben. Und das finde ich einfach einen ganz, ganz tollen Gedanken. Also kann man ehrlich sagen, okay, wir können unsere Gene mit unserem Verhalten, mit unserer Ernährung einfach beeinflussen. Wir sind da eigentlich dafür verantwortlich. Wir können die Gesundheit selber in die Hand nehmen in der Richtung. Genau. Genau, richtig. Und haben Sie da auch wieder zum Schluss so ganz kurz, Sie haben schon gesagt, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Stress spielen eine große Rolle, aber allgemein einfach noch so kurz ein paar Tipps, wo wir sagen können, okay, dadurch können wir unsere Darmflora in die Richtung positiv beeinflussen, ne? Ja, das ist eine ganz tolle Frage, und die beantworte ich einfach super gerne, weil unser Darmmikrobiom möchte ein tolles Zuhause haben. So kann man sich das vorstellen. Wir fühlen uns auch einfach wohl, wenn wir ein tolles Zuhause haben, und unsere Darmbakterien möchten das auch. Und lange haben wir Therapeuten immer Probiotika gegeben, das heißt gute Darmbakterien. Das waren dann manchmal Produkte von irgendwie 10, 15, 20 Bakterienstämmen, was auch wirkt teilweise, aber wir wissen mittlerweile, dass wir 500 bis über 1000 unterschiedliche Bakterienstämme haben, die wir gar nicht alle supplementieren können. Das bedeutet, unser Darmmikrobiom oder unser Darmmilieu eher gesagt, sollte verändert werden, damit sich das Darmmikrobiom oder unsere Darmbakterien wohlfühlen in dem Darm und eigentlich wachsen wollen. Und wir machen das so in der Praxis, dass wir sagen, okay, man muss erstmal Präbiotika einnehmen. Präbiotika sind gute Ballaststoffe, so Ballaststoffmixe. Ja, das ist dann so ein Mix aus zum Beispiel Leinsamen, Akazienfaser, Brokkolipulver und unterschiedliche Gemüsearten, damit der Darm einfach dort wachsen kann, weil aus Ballaststoffen sich die Darmbakterien ernähren können. Das heißt, wir geben ihnen gute Nahrung. Was die Darmbakterien auch gerne haben, Nukleotide. Und das ist super spannend. Nukleotide sind praktisch Basen von unserer DNA. Also unsere DNA besteht ja aus 4 Basen, und die kann man einnehmen. Und früher haben sich die Menschen noch viel nukleotidreicher ernährt. Da, zum Beispiel in Innereien sind ganz viele Nukleotide drin. Und wenn wir Nukleotide zuführen, dann kann unser Darmmikrobiom viel schneller wachsen, weil die auch DNA und Basen brauchen. Also die müssen ja auch selber wieder was aufbauen. Und hier gibt es wunderbare Studien, die zeigen, wenn man Nukleotide zuführt, dass das Darmmikrobiom viel, viel schneller wächst und viel, viel florider wächst. Und das führen wir teilweise zu, also Präbiotika, Nukleotide. Und dann gibt es ein ganz, ganz toll, und natürlich Probiotika, also gute Darmbakterien, die kann man schon auch zuführen. Und dann gibt es einen ganz, ganz tollen Stoff, und zwar einen Zucker. Ein Zucker-Tagatose heißt er. Ist mittlerweile noch relativ, noch nicht wirklich bekannt, aber Tagatose wird aus Milchzucker gewonnen und wird nicht im Darm aufgenommen, und so, oder beziehungsweise so gut wie nicht, schmeckt aber süß und baut unsere Darmflora auf. Davon ernährt sich auch unsere Darmflora. Das heißt, wie wir in der Praxis therapieren, ist Präbiotika, Ballaststoffe, Nukleotide
Probiotika, gute Darmbakterien und dann geben wir noch Tagatose, den Zucker dazu. Genau. Super Spaß mit den Tagatosen, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Das ist echt ganz spannend, was ganz Neues, ja. Okay, ja. Super. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall jetzt echt super guter Überblick gewesen. Ich glaube, man kann über das Thema ja super lang noch sprechen, ganz komplexes Thema. Aber ich denke mal, Sie haben unseren Zuschauern auf jeden Fall schon einen sehr, sehr guten Einblick gegeben in diese Thematik. Ich würde auch gerne kurz Ihnen noch so ein bisschen, sage ich mal, die Zeit geben, weil Sie haben ja im Jahr 2019 eine Plattform gegründet, die heißt Healversity. Und da bieten Sie ja auch Epigenetik-Coaches an oder ein Breakup-Programm heißt es, was ich mir auch nur mal genauer angeschaut habe, wo ich auch den kurzen Spot dazu echt richtig schön fand. Sehr spannend. Wollen Sie dazu ein bisschen was erzählen? Für wen ist denn das geeignet? Und wenn man Interesse hat, wie genau kann man da in Kontakt treten mit Ihnen? Genau, also wir bieten eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach an. Das bedeutet, wer sich sozusagen über die Epigenetik ein bisschen mehr informieren möchte, wer aber tatsächlich auch in diesen Coaching-Bereich gehen möchte und auch ein bisschen mehr in das Medizinische, das, was wir auch angesprochen haben, kann bei uns eine Ausbildung machen, die aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, absolut durch die Decke geht. Wir haben vor einem Jahr gelauncht, wir haben jetzt den 5. Durchlauf schon, haben schon mehrere hundert Coaches ausgebildet. Und hier lernt man die Einflussfaktoren auf die Epigenetik, aber auch, wie man zum Beispiel mit bestimmten anderen Coaching-Techniken die Genaktivität beeinflusst. Und dann natürlich aber auch Teile aus der funktionellen Medizin, die wir in der Praxis machen. Also wir haben hier sozusagen eine Verbindung aus funktioneller Medizin, dem medizinischen Part und Persönlichkeitsentwicklung. Und was uns total am Herzen liegt, ist natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung. Ich persönlich kam mit 18 damit in Berührung, aus eigenem Leid sozusagen, und habe sehr, sehr viele Kurse besucht. Und mein Partner und ich, also praktisch mein Geschäftspartner und ich, mit dem wir Healversity gegründet haben, wir machen das so, dass wir sozusagen uns aufteilen. Ich mache den medizinischen Part, er macht den Persönlichkeitsentwicklungspart. Und wir bringen hier sozusagen das Wissen, was wir aus der Persönlichkeitsentwicklung auch erfahren haben von unseren ganzen Mentoren über die letzten 12 Jahre, bringen wir auch mit in die Ausbildung, aber auch tatsächlich, wie Sie schon angesprochen haben, auch in das Breakout-Seminar, was wir aktuell wegen der Corona-Lage nicht mehr angeboten haben. Aber wir bieten tatsächlich ein ähnliches Seminar an, und zwar im Epigenetik-Coach. Wir haben ein Praxisseminar, wo die fertigen Epigenetik-Coaches nach der Ausbildung mit uns 4 Tage lang verbringen, von Mittwoch bis Sonntag, wo wir wirklich durch die ganzen Prozesse noch einmal durchgehen, die sie halt gelernt haben, aber zwar an ihrem eigenen Körper. Das heißt, wir machen 4 Tage lang mit denen wirklich pure Persönlichkeitsentwicklung, die bis tief auf die Genaktivität wirkt, und lassen hier Gefühle, Emotionen raus und gehen hier wirklich an bestimmte Punkte, die einfach wichtig sind, auch im Leben einfach mal mit sich angeschaut zu haben. Und das ist so, da liegt auch unser Herzblut, ja, in diesen Praxissachen, das Ganze nicht nur theoretisch wiederzugeben, sondern tatsächlich auch in der Praxis einfach mal auch zu lernen, aber auch, denjenigen auch fühlen zu lassen. Und das kann ich einfach nur jedem empfehlen, hier bei uns diese Seminare dann mitzumachen. Im Moment gibt es sie tatsächlich nur über die Ausbildung, nach der Ausbildung tatsächlich. Und es entsteht im Moment eine wunderbare Community, eine tolle Gemeinschaft aus Menschen, die sich einfach für diese ganze Thematik interessieren und die auch praktisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl suchen mit ähnlich denkenden Menschen. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, das ist eine richtige Bewegung, die gerade entsteht. Das ist ganz toll. Super, das freut mich. Super spannend auf jeden Fall. Den Link können wir auf jeden Fall in die Beschreibung hier unten reinpacken. Dann sage ich auf jeden Fall super vielen Dank, dass ihr uns ein Wissen habt teilhaben lassen heute. Würde mich freuen, wenn wir noch mehr über das Thema sprechen können in der Zukunft. Und ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.